den Rücken frei hält. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie das hier heute wird. Erster Ballbesitz für die Gastgeber in den dunklen Trikots. Braunschweig defensiv. Kann das heute gegen die Bayern ein Bumerang werden, Malte? Auf jeden Fall. Aber die Bayern sind natürlich darauf eingestellt. Ja? Die können natürlich dann auch... Ja, der kann 20 plus auflegen, wenn er es heute täte, wäre super. Und Francisco wieder mit seinem Tempo. Und der Korb zählt schon vorher. Da hat Rocket gegen Obst. Und da hängt doch Andy in der Hose. Ja. Da sieht man doch deutlich. Also das ist ein Pfiff. Und du hast es angesprochen. Für Brankovic bei den Münchnern. Gilson Bango jetzt erstmals mit dabei. Ich habe es angesprochen. Spielt ein super Jahr. Und das ist ein klasse Pass von ihm auch. Aber mal ganz gewaltig los. Niklas Wimberg, auch das einer, der sich gut ohne Ball zu bewegen versteht. Brocken. 9 der 14 Braunschweiger Punkte durch Brandon Tischler. Und Brocken, der hat Range. Aber ein Top-Start für Braunschweig. Gegen die beste Defense der Liga ordentlich was aufgelegt. Und den können sie nicht kontrollieren. Sylvain Francisco, ich will jetzt nicht das Beispiel Fußball nennen, wo im Pokal unter der Woche die unterklassigen Mannschaften der Bundesliga richtig Probleme bereitet hat. So weit sind wir dann im Basketball doch noch nicht. Defensiven Team, das sehr viele Möglichkeiten verfügt. Und hier den Ball zu Easy Bonga gibt. Leichte Zähler für die Bayern. Die auf 3 ran sind. Ja, interessant zu beobachten. Jetzt ist die zweite Riege drinnen, ja, die zweite 5, sage ich mal, vom Braunschweig. Nochmal Harris, Ball ist weg. Zülka gegen Obst. Und er muss zählen. So ist es auch, über Blocks kommen oder aus Kickouts den Ball zu bekommen. Ist schon Wahnsinn, wie der das mittlerweile auch aus dem Dribbling hinbekommt. So, Brandon Tischler, jetzt auch noch als Passgeber. Rory gegen Francisco. Peterka. Oh, hallihallo, sind wieder plus 8. Rory. Crockett. Gut um den Block rumgekommen und er fällt für. Hier kommt Obst. Starkes Catch and Shoot. Das ist hohe Klasse. In Europa. Crockett. Peterka für 3. Bingo. Erstmals zweistellige Führung für Braunschweig. Um das zu sehen. Obst. Also haben wir keinen Switch. Und der zählt. Crockett. Wir schauen noch mal hin. Aber es ist korrekt. Er ist ja zu spät. Dieser Unterkopf. Crockett. Ja. Braunschweig findet die Lösung. Ich finde auch, Rory sucht ihn förmlich. Also der ist total im Spiel integriert. Crockett macht hier super Eindruck und das wird aufs Neueste immer wieder bestraft. Ja. Dieses Hard Hedge. Brandon Tischler. Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie sich das, was sie erarbeitet haben, nicht in den letzten Minuten hier so ein bisschen zerstören. Nochmal ein Jai hier für die letzten Minuten. Guter Rebound von Silla und den macht er. Obst, wieder das harte Hedge. Diesmal lösen sie es besser, weil die Weak Side früh und tiefer reinkommt. Nick Weiler-Bepp. Nee, und auch Nick Weiler-Bepp mit dabei. Skiffer hat ja angefangen. Also da gibt es auch 2 Wechsel. Und das ist natürlich super für die Braunschweiger. Amad Rory jetzt mit Rocket gegen Weiler-Bepp. Silla aus der Halbdistanz. Aber ich denke, Paolo Lasso will sich das lieber noch bis zum Ende aufbewahren, das Recht. Ja, aber die Schiedsrichter selbst, die stehen ja auch nicht unbedingt ungünstig. Harris. Da hat er sogar noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Da waren noch 2,4 Sekunden auf der Shot Clock. Andy Obst. Andreas Obst. Crockett.
Schwerer Wurf, aber guter Wurf. 15 Punkte jetzt für TJ Crockett. Oh, Nicolas Tischler mit seiner Athletik. Und dann haut er das Ding rein. Von Francisco angesprochen, für ihn ist jetzt Bolmaro dabei. Guter Wurf von Niklas Wimberg. Dauerhaft immer gegen die Schatka geht bis am Ende, dann wird es schwer für Braunschweig. Und dann sind die ersten Punkte von Bango da. Das ist ein weißer Schimmel, oder? Das eigene Selbstbewusstsein. Ja, ich hoffe auch, dass sie ihn jetzt ein bisschen mehr involvieren für Braunschweig. Starker weil es wird wichtig sein, dass auch solch... In der ersten Halbzeit ein bisschen schwierig. Der will halt immer wieder seinen Speed zum Penetrieren nutzen, auch hier. Aber die Bayern haben halt diese Größe inside. Aber das macht er gut. Das macht er richtig gut. Jai gegen Bolmaro. Zilka ist zurück. Und wie gesagt, das ist der Werfer bei Braunschweig. Das spielen sie jetzt gut aus dem Pick and Roll. Das ist jetzt die Daueroption in der Münchner Offensive. Ballverlust. Kein guter Pass von Jay, kein gutes Catch von Peterka und Bango. Braunschweig, wenn sie keinen großen Fehler mehr machen, werden sie mit einer Führung ins Schlussviertel gehen. Peterka für drei, der sieht gut aus, der passt. Martin Peterka! Langer Zweier von Jai. Sehr eindimensional mit Baran Jai auf der 1. Ich bin mal gespannt, wie lange Ramirez das noch aufrechterhält, bevor Bolmaro. Ja, aber auch der dribbelt sich gerade so ein bisschen in Wolf. Die Lesbi. Bango leider nicht zum Korb gehen konnte. Isaac Bonga, nur noch ein Zählerrückstand für die Münchner. Bolmaro, verteidigt von Brandon Tischler, der ja von 1 bis 4 alles verteidigen kann. Genauso wie der Mann hier, Isaac Bonga. Und der wird offensiv jetzt aktiver. Bango, klasse Bewegung. Stark. Bonga hat den deutlich kleineren Crockett gegen sich. Aber der Ball geht nicht nach unten bei den Bayern. Jetzt ist er bei Gillespie. Gefühlt in dieser Phase, die Münchner Punkte kommen ein bisschen einfacher. Sie müssen weniger dafür investieren zu scoren. Und jetzt ganz bitter. Rory am Boden. Lasso setzt jetzt Rory mit dem Dreier. Der passt. Elias Harris ist jetzt von der Bank aufgestanden. Ich glaube, genau aufgrund dieser Pick-and-Roll-Verteidigung von Freddie Gillespie. Jetzt war hier wieder scored. Elias Harris mit dem Defensiv-Rebound. Bolmaro. Und es ist wieder ein Blocking-Foul. Crockett. Oh, der ist super schwer, aber er ist super gut. TJ Crockett. Wow. Step back and sidestep, eher ein sidestep. Ja, aber fast auf Höhe des. Gilson Bango ist jetzt kein Top-Freiwerfer. Das ist immer so einer. Und er macht er. Den amtierenden deutschen Pokalsieger gegen den Euroleague-Teilnehmer FC Bayern München beenden können. Francisco, es muss ganz schnell gehen bei den Bayern. Bonga, nochmal der Extrapass von Elias Harris, der passt. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal in der Volkswagenhalle spielen oder ob die Fans sie dann heute abreißen. Sie sind jetzt ganz knapp davor. Bolmaro, kein Foul mehr. Obst vom Parkplatz. Passt, aber ist zu spät. Die Basketball-Löwen Braunschweig gewinnen.
mit 83 zu 81.